sage ich mal herzlich willkommen zu meinem heutigen Vortrag. Mein Name ist Kübi und ich werde heute über eine bestimmte Art von Einzelfotondetektoren, nämlich Mikrokanalplattendetektoren, irgendwie so ein bisschen was erzählen. Vielleicht kurz vorneweg, ich habe den Vortrag schon mal gehalten im Rahmen des Pflichtseminars, das man als Physik-Bachelor irgendwann halten muss. Ich hoffe trotzdem, dass ich irgendwie auf einem relativ niedrigen Level einsteige und dass ihr es auch versteht, wenn ihr irgendwie nicht Physiker seid. Ich bin auf dem ganzen Gebiet kein Experte, das heißt, es kann durchaus sein, dass ich irgendwo mal nicht weiter weiß oder mich ein bisschen vertue oder so, bitte verzeiht mir das. Wie gesagt, es ist das Pflichtseminar des Bachelors Physik und da geht es halt im Wesentlichen dann doch um Präsentationstechniken. Genau. Aber schauen wir uns nun irgendwie Einzelphotonendetektoren an. Und fangen wir vielleicht an mit der Frage, weiß jeder, was ein Photon ist? Oder besser, weiß jemand nicht, was ein Photon ist? Jemand diesen Begriff noch gar nicht gehört. Okay, jeder weiß, dass es irgendwie Photonen gibt. Ah, das sind ja genau diese kleinen Lichtteilchen. Und die will man irgendwie in bestimmten Arten von Physik detektieren. Ja? Wir schauen uns vielleicht erstmal kurz an, was wollen wir eigentlich von einem idealen Photonendetektor? Ja, wenn wir Photonen detektieren wollen, was ist dann, was macht einen perfekten Photonendetektor aus? Und zum einen wollen wir alles einfallende Licht detektieren und sonst nichts. Ja, wir wollen kein Rauschen, das wäre schon mal ganz gut. Also alles, was wir an Licht auf einen Detektor geben, da soll der Detektor irgendwie sagen, hallo, hier ist Licht. Und ansonsten soll der Detektor sagen, hallo, hier ist nichts. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wollen eine gute Zeitauflösung. Das heißt, wir wollen, ja, wenn jetzt ein Photon einfällt, wollen wir auch, dass der Detektor uns jetzt Bescheid sagt, da ist ein Photon. Und nicht, jetzt fällt ein Photon ein und irgendwie 10 Sekunden mein Detektor, hallo, da ist übrigens ein Photon. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und das nächste, wir wollen eine hohe Wiederholrate. Ja, unser Detektor kann im Idealfall Photonen zählen. Also sagen, auch wenn wir sehr, sehr hohe Photonendichte haben, ganz, ganz viele auf einmal schießen, quasi, dann wollen wir immer noch irgendwie eine relativ akkurate Zahl daraus bekommen, wie viele Photonen kommen denn jetzt an. Und das dritte ist, wir wollen von der Polarisation unseres Lichts unabhängig sein, das ist so eine Eigenschaft von Licht. Wir wollen von der Wellenlänge unseres Lichts unabhängig sein und wir wollen unabhängig von äußeren Einflüssen sein. Ja, das sind so die wesentlichen Eigenschaften, die wir von einem idealen Photonendetektor erwarten. Und wenn er alle diese erfüllt, dann ist er quasi perfekt. Und wir gucken uns mal an, was Mikrokanalplattendetektoren so können. Aber vorher vielleicht ein bisschen genau zur Funktionsweise. Ich werde ein bisschen auf den physikalischen Hintergrund eingehen, erst kurz den photoelektrischen Effekt erklären, dann Photomultiplier-Tubes, dann Mikrokanalplattendetektoren, dann werde ich auf die Eigenschaften von MCPs eingehen, MCP für Microchannel Plate Detector, ne, so weil kürzer und so, ein paar Kenngrößen nennen, ein paar Parameter nennen und ganz einfach so Quellen. Genau. Der äußere photoelektrische Effekt dürfte einigen Leuten unbekannt sein, deswegen vielleicht kurz die Idee. Die Idee ist folgende, wir nehmen eine Metallplatte, hier und schießen da ein Photon drauf. Und da erwartet man erstmal, dass nichts passiert, aber es stellt sich raus, wenn unser Photon genügend Energie hat, also eine genügend hohe Wellenlänge hat, dann kann es einzelne Elektronen in dem Metall dieser Platte anregen und wenn es dann irgendwie noch ein bisschen mehr Energie hat, kann es sogar dafür sorgen, dass Elektronen diese Platte verlassen. Ja, das heißt, wir haben hier ein Photon, was einfällt, wir haben ein Elektron, was ausfällt. Und wenn wir jetzt den entsprechenden Strom anlegen, sodass dieses Elektron von dieser Platte hier drüben angezogen wird, dann fliegt es darüber und das nennen wir allgemein Strom, sich bewegende Elektronen. So, wir können der Einfachheit halber davon ausgehen, dass ein Photon im Wesentlichen ein Elektron erzeugt, wenn man so will. Ja, und deswegen kann man sich jetzt relativ einfach überlegen, naja, wenn wir da ganz, ganz viele Photonen einfallen haben, wenn wir also im Wesentlichen Licht auf diese Platte scheinen lassen, das eben eine hoch genug Wellenlänge oder eine hoch genug Frequenz hat, dann kriegen wir einen Strom und den können wir messen. Ja, das klappt für Licht auch ziemlich gut. Offensichtlich klappt das für ein einzelnes Photon nicht so gut. Wenn da jetzt ein Photon einfällt, dann kommt ein Elektron raus und ein Elektron geht in jedem Rauschen von jedem Stromkreis einfach runter. Ja, das werden wir nicht detektieren, unser Messapparat wird gar nicht irgendwie ausschlagen. Ja, das heißt, sowas funktioniert für die Detektion von Licht super, für die Detektion von einzelnen Photonen funktioniert sowas gar nicht. Deswegen haben sich Physiker irgendwann überlegt, wenn wir jetzt einzelne Photonen detektieren wollen, dann müssen wir irgendwas tun. Und was wir tun, nennt sich Photomultiplier-Tube. Ja? Also es multipliziert irgendwie Photonen und zwar auf die folgende Art und Weise. Ja, wir haben am Anfang einer Photomultiplier-Tube so eine Photokathodenschicht. Ja, da fällt also ein Photon ein und da kommt ein Elektron hinten raus. Und genauso wie wir das auch vorhin hatten, haben wir hier hinten wieder einzelne Metallplatten, sogenannte Dynoden in diesem Fall, ja, auf die
die wir quasi auch elektrisch laden und damit unser Elektron hier anziehen. Wenn wir dann ein bisschen höheren Strom anlegen, dann passiert Folgendes. Dann wird unser Elektron beschleunigt, kommt auf die Platte an und schlägt wieder Elektronen aus. Und zwar mehr als das eine, was schon reingeht. Jetzt haben wir mehr Elektronen, die müssen wir irgendwie mehr beschleunigen. Die beschleunigen wir wieder, die kommen hier an und schlagen genauso Elektronen aus. Und diesen Prozess machen wir irgendwie ein paar Mal. Und dann steigt das, glaube ich, exponentiell. Und dann kriegen wir am Ende aus einem einzelnen Elektron, was irgendwie reinfällt, ganz, 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 ganz viele. Ja? Also wir kriegen durchaus Photomultipliers mit einem Gain von irgendwie mehreren Millionen. Ja? Also fällt ein Photon rein, da kommt am Ende ganz, 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 ganz viele Photonen raus. Und dann können, ganz, ganz viele Elektronen raus. Und dann können wir quasi sagen, okay, das funktioniert. Ja? Wir wissen, okay, da ist ein Photon reingefallen, wir haben das auf diese Art und Weise verstärkt. Ja? Und die ein bisschen spannende Sache, die auch gleich bei Mikrokanalplattendetektoren wichtig wird, ist die folgende. Wir legen hier im Wesentlichen eine Hochspannung an. 1 bis 2 kV sind relativ niedrig. Im Wesentlichen, also in den meisten Fällen ist das deutlich mehr. Und diese Spannung lassen wir dann hier über so einen Spannungsverteiler laufen. Also im Wesentlichen haben wir ganz viele Widerstände dazwischen. Dann fällt uns die Spannung ab und wird von hier nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier immer größer. Ja? Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Ich meine, klar, wir haben irgendwie mehr Elektronen, wir brauchen irgendwie mehr Energie, um mehr Elektronen zu beschleunigen. Und deswegen brauchen wir da irgendwie eine immer höhere Spannung, je weiter wir quasi in diese Photomultiplier-Tube reingehen. Und was man jetzt machen kann, und das ist der Trick oder die coole Sache an Mikrokanalplattendetektoren, ist, wir können einfach einen super, super einen Metall nehmen mit einem ganz, ganz hohen Widerstand. Ja? Also wir können einfach ein Metall nehmen, das ganz, ganz schlecht leitet, das einen ganz, ganz hohen Widerstand hat. Und in so eine Platte aus so einem Metall fräsen wir einfach ganz dünne Kanäle. Und dann machen wir im Wesentlichen das Gleiche. Wir legen auch darüber eine Photokathodenschicht, haben dann ein einfaches Elektron, das auf der einen Seite so eines Kanals quasi anschlägt, da Elektronen auslöst, weil die Spannung von hier oben nach hier unten steigt, werden diese Elektronen hier rübergezogen, schlagen da wieder mehr aus und so weiter und so fort. Und wir kriegen einen großen, großen Elektronenschauer, der quasi unten rausfällt. Ja? Und das ist auch im Wesentlichen schon alles, was es irgendwie dazu zu sagen gibt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr nette, sehr, sehr nette Idee. Und das klappt auch ziemlich, ziemlich gut. So, die spannende Frage ist, einmal, warum wollen wir das? Und zweitens, was können die Dinger? Und vielleicht drittens, wie sehen sie aus? Und damit fangen wir kurz an. Genau, im Wesentlichen sind das so reale Bilder von Mikrokanalplattendetektoren. Die sind tatsächlich nicht so richtig groß. Das Größte, was man momentan hinbekommt, sind irgendwie so 20 cm im Durchmesser, was aber gar nicht so wenig ist. Genau, also die gibt es irgendwie in quasi allen Größen bis zu 20 cm. Die Kanaldurchmesser liegen im Bereich von wenigen Mikrometern. Die Kanalmittenabstände liegen im Bereich vom Kanaldurchmesser plus wenige Mikrometer, das heißt, unsere Platte ist quasi über und über voll mit Löchern. Im Wesentlichen sind es eigentlich nur Löcher. Genau. Und spannende Sache, die Kanäle sind geneigt in einem Winkel von 5 bis 15 Grad zum Einfall des Photons. Und damit wollen wir einfach sicher gehen, dass wir alles, was ankommt, auch detektieren. Ne, weil wir irgendwie auf diesem Weg durch diesen, wenn wir da quasi gerade durchlaufen, wollen wir auf jeden Fall sicher gehen, dass wir irgendwann an eine Wand anstoßen. Und das machen wir eben, indem wir die Kanäle neigen. Und wenn wir so einen geneigten Kanal haben, dann wollen wir, dass der auch entsprechend lang ist. Also dass die Länge zum Durchmesser irgendwie groß ist. Und typische Werte sind da so 40 bis 80. Also der Kanal ist 40 bis 50 mal so lang, wie er quasi breit ist. Und durch die Neigung können wir dann sicher gehen, dass wir auf jeden Fall irgendwann mit einem einfallenden Photon bzw. Elektron, ich benutze das gerade immer synonym, aber es ist natürlich ein einfallendes Elektron in den Detektor, das von einem Photon ausgelöst wird. Wir können also sicher gehen, dass es auf jeden Fall detektiert wird. Genau, das sind so klassische, das ist so eine klassische Gain-Kurve von so einem Mikrokanalplattendetektor bei entsprechenden Spannungen, die man so anlegt, und wir sehen, wir kriegen einen Gain von irgendwie 10 hoch 4 oder so, und da erreichen wir dann auch schon so das Maximum. Ja, und ein Gain von 10 hoch 4 ist einfach, wenn wir ein Elektron da reingeben, dann kommen 10 hoch 4 am Ende raus. Und das ist in den meisten Fällen schon relativ ausreichend. Wenn wir höhere Gains wollen, dann können wir einen kleinen Trick verwenden.
Und zwar einen Aufbau, der sich Chevron nennt, nach dem Logo der Firma Chevron, das so aussieht. Weil was wir nämlich einfach machen ist, wir packen zwei Mikrokanalplatten-Detektoren hintereinander. Und dann sehen wir hier auch dieses, quasi dieses V, was sich hier so bildet, so wie in diesem Logo. Genau, dann ein einzelnes Elektron löst hier so einen Elektronenschauer raus, den schmeißen wir nochmal durch so einen Mikrokanalplattendetektor und dann kriegen wir am Ende einen Gain von bis zu 10 hoch 7. Das sind irgendwie 10 Millionen, das soll erstmal reichen. Ja? Genau. Wie groß unsere Ortsauflösung ist, also wie genau wir sagen können, wo jetzt eigentlich unser Photon ankam, hängt im Wesentlichen von der Elektronik ab, die wir dahinter klemmen. Ja, wir sehen, da kommt am Ende irgendwie ein großer Elektronenschauer raus und den können wir auf verschiedene Arten und Weisen auslesen. Wenn man einfach nur wissen will, dass da das ankam, reicht im Wesentlichen eine Metallplatte und irgendwie ein Spannungsmessgerät da dran. Wenn wir mehr wissen wollen, brauchen wir irgendwie krassere Elektronik. Da gehe ich gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Genau. Was Rauschen angeht, sind Mikrokanalplattendetektoren super, super cool, weil sie im Wesentlichen kein Rauschen haben. Ja? Das ist so, man nimmt einen Mikrokanalplattendetektor, deckt den mal ab und guckt mal, was so passiert. Und was wir kriegen, sind irgendwie so 0,08 Events pro Quadratzentimeter pro Sekunde bei einem eigentlichen Gain von 10 hoch 6. Ja? Jetzt könnt ihr euch überlegen, okay, in einer Sekunde auf einem Quadratzentimeter kriegen wir 0,08 Events. Und wenn wir irgendwas an Rauschen hätten, würden wir 10 hoch 6 bekommen. Das funktioniert soweit ganz gut. Und das ist eine der ganz, ganz großen Stärken von Mikrokanalplattendetektoren eben, dass die quasi kein Rauschen haben. Dass wir also wirklich nur Photonen detektieren und sonst nichts. Da kommt sonst nichts raus, was irgendwie irgendwo ausgelöst wird. Das klappt ziemlich gut. Und auch was Zeitauflösungen angeht, sind Mikrokanalplattendetektoren ganz stark. Ja, das ist so quasi ein einfallender Elektronenschauer. Da kommen am Anfang so ein paar, die irgendwie schneller durch sind. Dann kommt diese große Welle und dann kommt im Wesentlichen nichts mehr. Und diese Welle, die hier ankommt, hat so eine Breite von quasi 37 Pikosekunden, also von so im Mittel irgendwie 40 bis 80 Pikosekunden. Das ist ein relativ gutes Modell. Und das ist schon eine super, super feine Zeitauflösung. Ja, also die können auch sehr, sehr genau sagen, okay, da kam gerade ein Photon an. Und da kam nochmal eins und wir gehen relativ sicher, dass wir irgendwie nicht eins zweimal zählen oder zwei als eins zählen oder so, weil wir eben in super, super kleinen Zeitspannen arbeiten. Genau. Was noch spannend ist, das sind irgendwie so Einflüsse externer Felder und was wir da sehen ist, ne, man rotiert irgendwie man rotiert quasi verschiedene Detektoren durch immer stärker werdende Magnetfelder. Und was wir feststellen, ist, bis zu irgendwie einem Tesla sind wir hier und auch bei Rotation um andere Achsen im Wesentlichen im gleichen Bereich, was den Gain angeht. Und selbst wenn wir auf zwei Tesla hochgehen, und zwei Tesla sind schon richtig asozial viel, also man arbeitet, klassische Größen von Tesla sind irgendwie so Mikro oder so. So Mini, also zwei Tesla sind schon richtig viel. Ja, und selbst da haben wir dann irgendwie immer noch einen Gain von 10 hoch 5 bis 10 hoch 6, bei anfänglich 10 hoch 6. Das heißt, wir sehen externe Felder, die wir irgendwie in unserem experimentellen Aufbau irgendwie noch drin haben, haben im Wesentlichen keinen oder zumindest keinen großen Einfluss. Genau, wie das dann am Ende aussieht, was da als Output rauskommt, ist eben so eine Wolke oder so ein Fleck von Elektronen, der in der Mitte irgendwie heller ist und am Rand irgendwie ein bisschen verschwimmt und den können wir so auflösen. Ja, also so sieht der ungefähr aus, das wäre quasi die Linie, die man hier einmal so durchlegt und da sehen wir, ja, wir sind von der Breite her bei ganz wenig, wir sind da irgendwie bei ganz wenigen Pixeln, sowas von 5 bis 10, 2,7 Macht dürfte sowas wie die Standardabweichung sein. Genau, wir können also auch sehr, sehr genau bestimmen, wenn wir eine entsprechende Elektronik dahinter klemmen, wie gut, wo eigentlich unser Photon im Endeffekt ankam. Genau, das heißt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, das waren die Eigenschaften, die wir vorher hatten. Und was uns ein Mikrokanalplattendetektor liefert, ist im Wesentlichen kein Rauschen, eine sehr, sehr, sehr gute Zeitauflösung, Polarisationsabhängigkeit und Wellenlängenunabhängigkeit. Genau, ich glaube, damit müsste ich am Ende sein. Genau, das sind meine Quellen, so ein Paper und irgendwie die Wikipedia und so, was ich so an Ex irgendwie zwischendurch hatte, die Bilder. Und das wär's von meiner Seite. Habt ihr Fragen? Axel? Das Diagramm, was du da gezeigt hast mit dem Peak, wie misst man sowas? Weil 40
gerade extra gewollt vom Alpha. 40 Pikolichtsekunden sind so ungefähr ein Zentimeter. Das heißt, wie misst man das? Also weil die Elektronik ja schon, also schon diese Auflösung, wie erreicht Elektronik diese Auflösung? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich würde davon ausgehen, dass wir mit der Elektronik erstmal ganz, ganz nah an die Platte rangehen. Ganz kurz als Hinweis, die Teile sind relativ cool, aber auch asozial teuer. Ja? Also das ist nichts, was man irgendwie mal so relativ günstig irgendwo erstehen kann auf dem Flohmarkt, sondern das sind super spezielle Dinge, die auch nur in wenigen Situationen eingesetzt werden und die wirklich viel Geld kosten. Das heißt, ich vermute, da klemmt auch wirklich coole Elektronik hinter, aber ich kann dir leider nicht sagen, wie sie funktioniert oder warum sie funktioniert. Ich vermute, wie gesagt, sie gehen irgendwie nah ran und haben die Elektronik vorher gut genug durchgetestet, damit sie wissen, wie sie reagiert auf diesen Zeitskalen. Ja? Hast du irgendwelche Informationen über Energieverbrauch von so einem Ding? Nein. Was? Weißt du, wie man die 20 Mikrometer in Löcher in die Platten reinmacht? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß da nicht, was das ist. Ich kann im Wesentlichen diesen Zugang halten. Ja? Wofür verwendet ihr den? Keine Ahnung, ich glaube irgendwie in Experimenten, die am DESY durchgeführt werden, sind die im Einsatz, aber so wirklich, weiß ich nicht. Ich glaube, man verwendet sie tatsächlich nicht so viel. Ich verwende die gar nicht. Genau. Gut. Ja, es tut mir leid, dass ich auf die Fragen nicht so wirklich eingehen konnte. Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet kein Experte. Sondern ich konnte euch im Wesentlichen das erzählen, was ihr da seht. Ich danke trotzdem für die Aufmerksamkeit.